Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound, hier in der kleinen Spielhalle. Wir nehmen jetzt mal hier alles mit. So, zicke, zacke, zicke, zacke. Und? Das kommt auch mit. Ach scheiße, ich bin voll. Mist. Dann sollte ich doch mal Kiste nehmen. Hau ich hier mal die Kiste hin. In die Kiste hau ich mal den Bodensupport und vielleicht noch den Hammer. Noch ein bisschen was frei. Auf jeden Fall schöne Blöcke, die ich dann wieder für meinen kleinen Bunker verwenden kann. So, mal ein Loch in die Unterwelt schlagen hier. Das Problem ist, jetzt hat man, jetzt denkt man, ja, jetzt hat man richtig viele Sachen, aber man sieht ja, wie klein das hier ist. Da wieder einen Raum rauszumachen, der wird auch nicht viel größer. Eigentlich nicht größer, sondern genauso groß, maximal. Aber man muss ja mit irgendwas anfangen. So. Jetzt haben wir das Ding hier weggemacht. Und ja, also ich war ja jetzt voll. Das heißt, ich müsste eigentlich mal wieder zurück. Kann ja auch nicht mal die Diamanten mitnehmen. Was haben wir denn da? 255 One-Handed. Das ist definitiv schlechter. Ich weiß gar nicht, auf welchem Planet bin ich jetzt eigentlich hier. Das ist gerade eine gute Frage. Ich glaube, ich bin auf diesem Planeten, auf dem ich auf dem ich radioaktives Zeugs finden wollte. Ja, stimmt. Hey. Das Solarium, genau. Ah, ist das eklig hier. Ekelich. Richtig ekelig hier. So, okay, dann würde ich sagen, ich gehe mal tiefer, weil ich vermute ja, dass das Zeugs tiefer ist. Und eigentlich war ich ja dabei, glaube ich, auch hier diesen Tunnel zu graben. Ah, Mann, jetzt habe ich es aber mit der Steuerung. Genau. Ich nehme mich. Oh. Bin ich nämlich runtergekommen von oben. Das war nämlich mein Tunnel. Und dann mache ich doch mal hier weiter.
bisschen Licht schadet nicht. Vorteil am Wasser ist, ich kann auch wieder hoch, aber ich befürchte, das Wasser wird mir hier irgendwann ausgehen. Da ist schon wieder irgendwas drin, was ich nicht mitnehmen kann. Das finde ich nicht nett. Da muss ich mal gucken. Kann ich denn hier, wenn ich durch die Wand, kann ich nicht, ne? Ne, ich kann das zwar dahin setzen, aber ich krieg... Toll, jetzt kann ich es noch nicht mal mit aufnehmen. Ach so, ja, weil ich jetzt das Platin mit habe. Schön. Ja, dann mache ich das doch anders. Und zwar, ich irgendwie mal hier... schwierig. So, da setze ich jetzt mal eine Kiste hin. Mir ist auch die. Brauchen wir Platz. So. Ist auch jede Menge Uran. Könnte man eigentlich hier gut nehmen, wenn ich jetzt von oben runterspringe, dass ich hier drin lande. Falls ich nochmal auf diesen Planeten kommen muss. Wenn ich denn hier das andere Uranzeugs finde. Vielleicht finde ich das auch gar nicht hier, ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt hier mal so ein paar Sachen reinpacken, die ich nicht brauche. Alles wichtig. Alles total wichtig. Ja, egal. Komm, dann mache ich halt mal den Tunnel weiter in der Richtung. So. Also spätestens, wenn ich einen Planeten geerobt. Ups. Wenn ich am Planetenkern angekommen bin und noch kein Zeugs gefunden habe, dann weiß ich Bescheid. Dann gibt es das hier auf dem Planeten nicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wahrscheinlich. Es gibt ja noch diese super heißen Planeten, aber ich glaube, auf die kann ich noch gar nicht drauf, weil ich für die gar keine Protection habe. Ich habe jetzt eine Cold Protection, also Water. Das erste war ja Luft. Dann habe ich ja Radioaktivität und dann habe ich noch Kälte. Aber ich habe noch nichts gegen Hitze. Wahrscheinlich. Muss ich dafür auf so einen heißen radioaktiven Planeten? Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Oh fuck. Dabei bin ich schon. Sprungen. Au. Ja, ist ja gut, Mensch. Ein paar Verbände nehmen. So, dann mache ich mir doch erstmal hier irgendwie so ein Lunchbecken. Ich hoffe, das reicht. Nehme ich noch ein bisschen Wasser hier. Vorne leuchtet so ein bisschen, kann das sein? Sieht so ein bisschen aus, als würde es da leuchten. Auf der linken Seite. Sehr merkwürdig. Auf jeden Fall das Titan hier mit, das könnte ich eventuell noch gebrauchen. Gar nicht mal wenig hier. Mist kann ich wieder nicht mitnehmen. Oh ja, da ist was. Das ist die Säure, die leuchtet. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ein bisschen Wasser hier loswerden. Und mal ein bisschen Wasser lassen. Ach, deswegen kann ich auch...
So, jetzt kann ich wieder was mitnehmen. Cobblestone. Ah, ich vermute, da ist eine Tech-Kiste, weil wenn Säure da ist, dann ist meistens auch eine Tech-Kiste da. Es wäre auf jeden Fall wieder jede Menge Baumaterial. Ah, sehe ich doch schon was. Problem ist, den meisten kann ich wieder nicht mitnehmen. Was passiert eigentlich mit Flüssigkeit, die ich mitnehme, obwohl ich sie gar nicht mehr mitnehmen kann? Ach, ich kann sie doch mitnehmen. Okay. Ich bräuchte mal irgendwie wieder eine Kiste. Das ist aber auch ein Scheiß mit dem Lagerplatz. Gibt es ein Spiel mit genügend Lagerplatz? Die Antwort: Nein. So, was haben wir dazu? Ach, das ist ja nicht mal so schön. Also, das ist eigentlich scheiße. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Einzige, was hier drin gibt, ist, packen wir denn mal hier rein? Cobblestone, komm. Ich irgendwo anders noch genug. Ich nehme jetzt nicht das ganze Ding auseinander. Ich möchte jetzt erstmal gucken, wo ich mein anderes Zeug herkriege. Möchte es überhaupt irgendwo hier aus der Ecke bekomme. Hier haben wir wieder Uran. Also bis jetzt habe ich noch nichts anderes an verstrahltem Zeug gefunden. Ich denke mal, es gibt, wenn es auf dem Planeten Uran gibt, gibt es dort nichts anderes. Das ist jetzt meine nächste Vermutung. Ja, oh, Vorsicht. Ach, genau, so ein Pulk rein. Einmal zu viel geschossen, so. Haben wir wieder irgendwelche Pilze? Bruselich! Ja, hier leuchtet es überall. Ich glaube, den Matsch kann ich eh nicht. Doch, Fleisch. Fleischblöcke. Iiii. Jetzt haben wir hier schon Wassertropfen, die ich nicht mehr mitnehmen kann.
Das ist wieder eine Spielhalle. Oh, cool. Unten, das ist Gravel. Ups. Tisch und schon sind wir drüben. Da wir die Sachen schon haben, können wir die alle mitnehmen. Und ich das Ding auch nochmal hier einsammeln. Aber ich bin ja gar nicht zum Einsammeln hier. So. Da ist noch Wasser, das kann ich auch nicht mitnehmen. Ich habe aber auch nichts mehr an Lagermöglichkeiten. Ich habe jetzt alle meine Kisten natürlich in die Kiste gesteckt. War natürlich sehr schlau. Ja, was machen wir denn da? Erstmal mache ich hier unten Licht. Da sind nämlich schon wieder Epihippos. Immer auf den richtigen. Wie bekomme ich das Wasser jetzt? Irgendwo hin. Ich würde es ja gerne mitnehmen. Copperohr. Kann ja auch nichts mitmachen. Autsch. Komme ich noch nicht mal wieder hoch. Na egal, komm. Dann machen wir das Wasser weg. Auch noch Wasser. Ich höre schon wieder irgend so ein Beep, 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 Beep. Da macht es Beep Beep. Und es macht Beep Beep. Beep Beep. Beep Beep. Beep Beep. So. Mal die Steine hier beiseite räumen und dann kann ich hier auch mal ein bisschen Licht machen. Oh, ups. Schon wieder so ein Viech. Da unten wird es aber auf jeden Fall eine Kiste geben. Das heißt, ich kann das Wasser dort irgendwie in irgendeiner Form wegstecken. Ich hoffe, dass es eine Kiste gibt. Jetzt enttäuscht, wenn nicht. Ach doch, da gibt es sogar die. Aha, das sind sogar die guten Kisten. Oh, ich glaube, der Bereich läuft voll. Einmal voll tanken, bitte. Oh, die Computer funktionieren noch. Cobblestone. Erstmal irgendwas finden. Irgendeine Kiste muss ich jetzt nehmen und die muss ich leider hier lassen. So, das sieht doch mal aus wie eine Kiste, wo ich was reinstecken kann. Zum Beispiel Wasser. Ach ja, ich brauche mehr Platz. Komm, Fleisch finde ich auch wieder. Ja, hübsch hier.
natürlich nicht alles mitnehmen. Schauen wir mal, was haben wir denn zu viel? Golderz, nein, haben wir nicht, haben wir nicht. Hier, so ein komisches Licht. Das reicht immer noch nicht. Ich brauche mehr Platz. Ich brauche definitiv mehr Platz. Was? Komm, jetzt mache ich mal hier. Ich habe doch hier so viel Cobblestone. Packe ich das doch mal weg. Nein, die Picke kann ich wieder nicht. Toolspawner. Toolspawner muss ich auf jeden Fall behalten. Wo ist er denn? Da. Tool Merchant Spawner. Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Den könnte ich doch mal irgendwo dann spawnen bei mir in meiner Hood. Diamond Pickaxe. Ich sollte mal den Diamond Drill verwenden. So, hier gibt es nichts zu sehen. Außer, dass das Wasser abläuft. Fertig mit ablaufen? Ja, hör wieder zu. So, auf der anderen Seite dasselbe. Kommt ihr nicht rauf? Ich schwöre euch. So, Wasser ist ausgeglichen. Mache ich das jetzt mal zu. Okay, was stecke ich noch weg? Zellmaterie. Kann ich das Wasser da reinstecken? Ja, und die komischen Pipe-Fences mitnehmen. So. Okay, würde ich sagen, grabe ich hier weiter, ne? Wow, fuck. Alter. Mal so eine fette Höhle hier. Wieder voll reingestürzt. Ja, dann sollte ich erstmal wieder Medizin nehmen, bevor ich hier noch kaputt gehe. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal ein kleines Folgenpäuschen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es euch gefallen hat. Dann könnt ihr mir auch einen Daumen hoch da lassen. Und ja, vielleicht mal einen Kommentar schreiben. Oder so. Oder ihr könnt es auch sein lassen. Bis jetzt. Mir macht das nichts. Schniff. Na egal. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!